Her damit! Sofort! Ich habe auch keinen Rasierschaum mehr. Stört sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht zitteln! Aber man soll den Schaumform benutzen, gut schütteln. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich Ingen fragen? Das geht den Dreck an. Embryos, Vorsicht. Denkt ihr was Verrücktes aus? Ach, wir sind mal ehrlich. Embryos! Dinosaurier-Embryos! Sie sterben, wenn sie sich fallen lassen! Embryos, ja? Wow! Ich wusste, dass sie irgendwas im Schilde führen, aber das ist ziemlich clever, muss ich zugeben. Ingen wird begeistert sein, wenn ich die mitbringe. Ohne sich kommen. Hören Sie, Yoder! Billy, vielleicht können wir einen Deal machen. Klingt interessant. Reden Sie. Gibt's denn keine Kavallerie mehr? Gibt's denn keine Kavaliere mehr? Der ist bestimmt scharf auf Geld. Bedroh ihn. Ach, der ist bestimmt scharf auf Geld. Als Söldner, hallo. Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für sie eine nette Summe raus. Wertvoll, erzählen irgendwas. Hauptsache, glaubt es. Vielleicht ist er unterbezahlt. Diese Embryos sind mehr als 1 Million wert. US-Dollar! Ich habe einen Käufer. Bringen Sie uns zu ihm und wir werden reich. Klar, als ob Ingen einen freien Mitarbeiter wie mich nicht unter die Lupe nehmen würde, wenn sie merken, dass die Kronjuwelen fehlen. Keine Chance. Ja, klar. Wie viel zahlt Ingen dafür, dass sie ihr Leben riskieren? Wie schnell werden sie wohl ersetzt, wenn sie ein Bein verlieren, sich den Rücken brechen und nicht länger aus Helikoptern springen können? Hey, das geht sie nichts an. Sie zahlen mir genug für das, was ich tue. Sicher? Ingen klopft ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich verkaufe ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Okay, reden Sie weiter. Aha. Bitte! Ich erwarte nicht, dass Sie mir vertrauen, aber Sie sollten sie mir einfach zurückgeben und mich gehen lassen. Zwischen uns Söldner. Würden Sie sich an meiner Stelle anders verhalten? Wir könnten alle gewinnen. Lassen Sie Ihren Freund diese Leute retten, während wir die Embryos verkaufen. Hören Sie, Lady, wir haben beide einen Job zu erledigen. Aber in dieser Situation bin ich der Gendarm und Sie der Räuber. Ich habe eine Tochter. Ich brauche Geld, um sie aus dem Ghetto zu holen. Sie wissen, wie es Mädchen dort geht. Sie verdient ein besseres Leben. Im Ernst? Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und Sie helfen mir, meine Tochter zu retten. Jeder hat halt sowas davon. Okay, das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oscar ist dabei. Warum? Weil er mein Partner ist, darum. Das geht schon klar. Vertrauen Sie mir. Warten Sie erstmal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoda. Die scheint nicht sehr euphorisch zu werden. Also, irgendeine Idee, wo genau im Park wir uns befinden? Wir sind nicht weit von der Meeresausstellung entfernt. Und das Telefon dort funktioniert. Zumindest ging es heute Morgen noch. Kommen wir von den Tunneln dorthin? Ich glaube schon. Also gut, gehen Sie vor. Ich will uns so schnell wie möglich herausholen. Keine Wissenschaftsprojekte mehr, okay? Okay, verstanden. Gucken. Ich wollte Sie die ganze Zeit schon fragen, warum Sie Ihre Radiosendung nicht mehr machen, Laura. Sie hatten eine Radiosendung? Radio würde ich das nicht nennen. Ich habe mich in das Parksystem eingehackt und was aus meiner Sammlung gespielt. Dafür war ich aber in letzter Zeit zu beschäftigt. Mussten Sie Artie Bridges wirklich zeigen, wie das geht? Ich bereue es ja, aber woher sollte ich wissen, dass er so schlecht ist? Er hat mich angefleht und meinte, es wäre sein Traum, beim Radio zu sein. Er sollte sich lieber weiter um die Hausmeister kümmern. Er ist schrecklich. Stimmt. Oh oh. Deshalb war es wohl nur ein Traum.
Er nimmt seine Sendung übrigens vorher auf, damit er sie während der Arbeitszeit ausstrahlen kann. Oh, fuck. Habt ihr das gehört? Klang wie eine Ratte. Mhm. Dinosaurier sind nicht die einzige invasive Spezies, die Ingen auf die Insel mitbrachte. Es gibt viele Ratten in diesen Tunneln. Das Wartungsteam stellt hier unten ständig Fallen auf. Mhm. Wo wir schon dabei sind, uns besser kennenzulernen, warum ist Dr. Wu Chefgenetiker geworden und nicht Sie? Ganz einfach. Wegen der Frösche. Frösche haben ihre Beförderung verhindert? Genauer gesagt, ihre DNS. Bevor wir Dinosaurier klonen konnten, mussten wir entscheiden, wie wir die Lücken in den gefundenen DNS-Sequenzen füllen. Das weiß ich noch von der Tour. Sie haben Dino-Blut in Mückenfossilien gefunden, oder? Richtig. Ich wollte ein vollständiges prähistorisches Genom schaffen und zwischen allen verschiedenen DNS-Proben aus dem Bernstein Kreuzverweise erstellen. Es wäre sicherer gewesen. Hätte aber mehr Zeit gekostet, als der Vorstand uns geben wollte. Also hat sogar Hammonds keine kostenscheuen Philosophie ihrer Grenzen. Genau. Henry, Dr. Wu, schlug vor, die Lücken mit Frosch-DNS zu füllen. Sehr riskant. Wir wissen immer noch nicht von allen Effekten, aber es war eine schnelle Lösung. Also wurde Henry Chefgenetiker und ich stand dumm da. Keine Angst, Jess. Hier sind wir sicher. Wo führen all diese Türen hin? Zu den Wartungskorridoren. Dort werden alle wichtigen Systeme des Parks gesteuert. Strom, Wasser, Klimatisierung und so weiter. Durch die Tunnel auf dieser Seite sollen Tiere, Personal und Nahrung transportiert werden. Deshalb sind sie so groß. Sie sind vom Wartungsnetz getrennt, um Unfälle zu vermeiden. Wollen Sie wirklich nicht zum Besucherzentrum, Dr. Sorkin? Ingen sucht dort sicher zuerst, wenn Sie nichts vom Rettungsteam hören. Diese Tunnel reichen nicht bis zum Besucherzentrum. Keine Ahnung, wie Sie das sehen, aber ich will nicht mehr draußen rumlaufen. Ich auch nicht. Hat jemand meine Zigaretten gesehen? Ich dachte, ich hätte noch welche. Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. Normalerweise ein paar Mal am Tag. Aber wir waren ja beschäftigt. Wo hatten Sie sie zuletzt? Gleich hier in meiner Tasche, dachte ich zumindest. Aha. Vielleicht sind sie rausgefallen, als wir vom Wasserturm gesprungen sind. Glaube ich auch. Naja, ohne sie bin ich wohl eh besser dran. Oh. Aha. Können wir kurz anhalten? Meine Beine bringen mich um. Schätze, wir könnten alle eine Pause brauchen. Ich weiß nicht, wie lange die Embryos noch überleben. Wir müssen meinen Kontakt am Boot treffen. Wir bleiben hier, bis Oscar zurück ist. Wir wissen doch nicht mal, ob er noch lebt. Oscar geht's gut. Er kommt schon zurück. Und wir werden bleiben. Egal, was passiert. Oh. Sicher, dass du hier bleiben willst? Andererseits, vielleicht haben sie recht. Na los, wir müssen hier weg! Keine Zeit, verstecken! Wow. Weg. Lass mich in Ruhe, du Blödes. Toll. Ganz ruhig, Kleiner. Hey! Die Taste. Ich verschwinde! Verstehe. Ein bisschen vom Lysin-Präparat gefällig? Nein, danke. Wissen Sie was? Warum nicht? Nach dem ganzen Gerenne können Proteine meinen Muskeln wahrscheinlich nur gut tun. Das dachte ich mir auch. Ich habe mich schon seit Karneval nicht mehr so viel bewegt.
Jetzt, wo die Parasaurier kein zusätzliches Lysin mehr brauchen, müsste ja ziemlich viel übrig sein. Was das angeht, nicht nur die Parasaurier. Wir haben das Gegenmittel in die Hauptwasserversorgung gegeben. Aber so erreicht es jeden Dinosaurier im Park, die Lysin-Kontingenz. Ach, super. Sie sind verrückt. Den Dinosauriern Lysin zu entziehen, war der einzige Sicherheitsmechanismus, der sie aus dem globalen Ökosystem fernhielt. Muss ich Sie daran erinnern, dass 120 Meilen mehr die Isla Nublar vom Festland trennen? Die Lysin-Kontingenz war grausam und unnötig. Sind Sie absolut sicher, dass keines dieser Tiere schwimmen kann? Ich bitte Sie, Jerry. So sind die asiatischen Elefanten von Sri Lanka nach Indien gekommen. So was ist schon mal passiert. Das ist doch lächerlich. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Sauropoden schwimmen konnten. Keinen. Ja, außer die, die im Wasser gelebt haben. Sie sehen sie doch jeden Tag. Haben Sie jemals erlebt, dass einer der Dinosaurier schwimmen wollte? Wir halten sie in Käfigen, Laura. Sie haben also gar keine Gelegenheit. Aber sicher können mehr Vierbeiner schwimmen als nicht schwimmen. Okay, ich gebe zu, dass einige Sauropoden eventuell schwimmen können. Aber ich glaube trotzdem, dass 120 Meilen offenes Wasser eine wirksame Barriere sind. Die geringe Möglichkeit, dass ein Dinosaurier zum Festland schwimmt, ist nichtig, angesichts unserer Verantwortung, diese Tiere menschlich zu behandeln. Sie sind unseretwegen hier. Ich will nicht, dass diese Tiere sterben. Wirklich nicht. Aber wir alle haben der Lysin-Kontingenz zugestimmt. Das war eine Voraussetzung für die Arbeit hier. Für Sie vielleicht. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich schon hier war, bevor von der Lysin-Kontingenz überhaupt die Rede war. Das ist eine tödliche Notlösung. Die Lysin-Kontingenz sollte der letzte Ausweg sein. Ingen hat nicht mal versucht, das zu ändern. Sie glauben den Umständen und ihrer Herkunft zum Trotz doch nicht wirklich, dass es okay ist, eine Spezies auszurotten. Geschweige denn ganze Speziesgruppen. Niemand hat das Recht dazu. Ja, na, die Natur hat es schon mal gemacht. Natürlich würde ich Ihnen Recht geben. Niemandem steht es zu, eine gesamte Spezies zu töten. Aber Sie geben doch zu, dass das hier ein Sonderfall ist. Wir sind verantwortlich. Es ist sinnlos, weiter darüber zu diskutieren. Einigen wir uns einfach darauf, dass wir uns uneinig sind, okay? Okay, aber ich muss es Ingen sagen, wenn das hier vorbei ist. Das verstehe ich. Seid ihr bald fertig? Jess, wo warst du? Nur den Gang runter. Ihr habt doch eh nicht gemerkt, dass ich weg war. Tut mir leid, Schatz, ich war abgelenkt. Aber mach das nicht doch mal, okay? Klar, okay. Schneller! Oh, ich muss konstant halten! Das Tor! Ina! Wow. Wow. Nein! Shatters! Oh. Hey. Ah, Mann! Wollte mich verarschen. Ach komm, ein Raptor ist viel leckerer. Ja. Komm schon. Puh. Weg hier. Der nicht. Oh. Weg hier. Warum war das falsch? Tür zu. Ach, Mann.
Sie haben so viel Koordination wie ein dreibeiniger Esel. Ich habe genug Koordination, dass ich Ihnen... Hey, ganz ruhig. Ich nehm's zurück. Sie haben echt Schwein. Vergessen Sie unseren Deal und kaufen Sie einen Lottoschein. Die Embryos. Schon gut, nur die Ruhe. Sie haben sie verloren? Muss rausgefallen sein. Oh nein. Guto, hau ab. Jetzt. Schauen wir doch mal. Zu natürlich. Gut, wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Das nenne ich ein gutes Versteck. Oh. Zurück. Ich bin nicht da. Kommen. Fuck. Oh, dir. Dreckiges Stück. Scheiße. Wissen Sie, was Sie getan haben? Hey! Sie haben wohl nicht bemerkt, dass der Weg hierher kein Spaziergang war. Sie haben sie verloren. Sie finden sie wieder. Immer mit der Ruhe. Der T-Rex ist noch da draußen.